Tag auch, Leute. Und das sage ich wahrscheinlich zum letzten Mal, wenn es um das Spiel DreamWeb geht. Wir sind am Bahnsteig angekommen und auch an der U-Bahn-Station. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das ist nämlich das Ende, mehr oder weniger, von DreamWeb. Hier werden wir jetzt gleich, denke ich mal, auf unseren letzten Spezigus treffen, nämlich Mr. Bennett, der letzte der sieben. Die restlichen sechs haben wir ja schon umgebracht. Und ja, wir checken erstmal hier generell ein bisschen die Gegend ab. Den Ventilator. Ranken von Spinnenwegen führen über das Gitter, Eröffnung, ja. Ventilator, ganz normal. Stuhl ist auch hier. Ein billig aussehender roter Plastikstuhl, der mit einer Eisstange an der Wand befestigt ist. Der Stuhl ist verkratzt und einige Teile sind abgesplittert. Vorsichtig setze ich mich hin. Ja. Ist allerdings leider nicht als Animation hier zu sehen. Könnt ihr mal schauen, was Ryan wieder sagt? Ja, sehr still hier. Und auch der Fahrkartenautomat hier unten. Ein verstaubter Fahrkartenautomat hinter den Glasscheiben befindet sich. Listen der Zielbahnhöfe. Das Glas ist so verkratzt, dass man die Tabellen kaum noch lesen kann. Also eigentlich der Standard der Deutschen Bahn, kann man sagen. Und ja, der scheint auch nicht mehr zu gehen. Bahnsteig kann man auch nicht anklicken. Hier nochmal ein Ventilator. Ja. Das bringt wohl alles hier nichts. Dann müssen wir nochmal, ich glaube, nach Norden gehen. Gleis ist auf jeden Fall auch da. Also unten konnte man ja nicht lang. Vielleicht kommen wir da oben irgendwie lang. Oh, hier geht zu Bahnsteig. Hier auch geht zu Bahnsteig. Oh, und jetzt müssen wir hier auf die Schienen in den U-Bahn-Tunnel. Das solltet ihr zu Hause nicht nachmachen. Ganz wichtig, niemals auf Schienen laufen. Und hier weiter hoch geht's nicht, aber hier ist ein Loch in der Wand. Schauen wir mal rein. Der König und die Königin sind tot. Nur der Joker bleibt noch übrig. Aber kann jetzt auch nicht mehr helfen. Es sieht so aus, als hättest du uns geschlagen. Das Netz ist beinahe wieder ausbalanciert. Ich habe ein grausames Leben hinter mir. So viele Opfer. So viele, die ich gerettet habe. Ich habe nie mein wahres Potenzial erreicht. Ich habe auf dich gewartet, Ryan. Ich habe gefühlt, dass du näher gekommen bist. Wie du siehst, bist du es am Ende, der dem Tod ins Gesicht blickt. Du bist es, der uns ungewollt unterstützt hat. Unsere Vernichtung ist dein eigenes Verderben. Die Wächter haben dich anscheinend nicht über die Konsequenzen deines Tuns informiert. Deine Lebensenergie wird dich in einen der unseren verwandeln. Wir sind alle Nachfahren von Boten. Wenn du stirbst, wird deine Energie ins Netz eingespeist und dort auf einen der freien Kontrollpunkte warten. Deine Gedanken werden zwischen Gut und Böse kämpfen. Du wirst wiedergeboren werden. Ich kann werden, nichts machen an der Stelle, ne? Also ihr seht hier die Uhr, das Zeichen für Zwischensequenz. Du wirst in einem grausamen Kreislauf gefangen sein. Verzweifelt auf der Suche nach einem Fluchtweg. Aber jetzt kann ich was machen. Inventar geht nicht. Die anderen sechs sind bereits von uns gegangen. So wie wir alle bald nicht nur mehr sein werden. Oh. Da. Hätte ich wohl schneller reagieren müssen. Also ich konnte Inventar nicht öffnen. Vielleicht hätte ich einfach weglaufen müssen. Naja, das kennt ihr ja schon. Wir sind tot, aber ich würde sagen, das war nur ganz, ganz knapp und wir machen an der gleichen Stelle gleich nochmal weiter. Dann wahrscheinlich mit dem etwas anderem Ende, nämlich dass der gute Mr. Bennett dann stirbt. Wir machen gleich weiter. Ja, wir sind hier wieder in der Zwischensequenz angekommen und diesmal werde ich was anderes machen. Ich werde nämlich
einfach mich schnell hier aus dem Raum rausmachen, sobald ich hier mich bewegen kann. Du wirst wiedergeboren werden, um auf die Erde zurückzukehren. Während wir uns hier noch das Gelaber anhören müssen. Du wirst in einem grausamen Kreislauf gefangen sein, verzweifelt auf der Suche nach einem Fluchtweg von der Erde. Ja, und jetzt können wir uns bewegen. Die anderen sechs. Und ich hau einfach schnell ab hier. Gegangen, so wie wir alle. Und das war's. Wir haben den siebten auch getötet. Da kommen die berühmten Energieblitze. Und wir kommen wieder ins Dreamweb, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Ryan, das Netz ist befreit. Die kommandierenden Posten sind wieder besetzt. Weder absolut gut oder böse, sondern neutral. Wir werden das Netz nun beschützen. Deine Aufgabe ist beendet. Du wirst jetzt wieder zu deinem normalen Leben zurückkehren. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Du wirst die Konsequenzen ewig spüren. Du hast unsere Träume gerettet. Ja, das sieht doch ganz gut aus eigentlich jetzt hier, aber was soll das denn? Halt, stehen bleiben, Polizei! Legen Sie Ihre Waffe nieder und bewegen Sie sich langsam auf uns zu. Wenn Sie tun, was wir Ihnen sagen, wird Ihnen nichts geschehen. Ja Leute, was soll ich sagen? Das war das Ende von Dreamweb. Ein, ja, trauriges Ende mit dem Tod von Ryan, dem Hauptdarsteller des Spiels, den wir die ganze Zeit ja gespielt haben. Man sieht ja, dass wir da die Waffe in der Hand haben. Vielleicht, haben uns deswegen die Polizisten umgebracht. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, da übrigens auch mal Diary of Madman. Da wird nochmal gedankt den Leuten, die das geschrieben oder auch, handgeschrieben besser gesagt haben. Dann wird hier noch ein paar anderen Leuten gedankt. Ja, muss gestehen, super Spiel, es hat auch super Spaß nochmal gemacht, das Ganze nochmal rauszuholen. Die CD-Version hatte ich früher ja nicht gespielt, nur die Diskettenversion muss sagen, der Ton ist absolut einwandfrei für 1994, da kann man sich nicht beschweren. Tolle Musik, toller Sound, sehr erwachsenes Spiel, sehr blutig, sehr abgefahren teilweise, trauriges Ende, also man hat sich hier ziemlich viel getraut und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War wieder mal ein Spiel in einer etwas anderen Genre, nämlich so eine Art Adventure. Ich fand aber, das ist jetzt nicht so Adventure-mäßig wie so diese Standard-LucasArts-Spiele, dass man das unbedingt mal zeigen kann. Story, wie gesagt, sehr gut. Das Spiel hängt so ein bisschen durch nach vielleicht so 3 bis 4 Morden, muss ich selbst sagen. Da hat man sich dann, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so viel Mühe gegeben. Am Anfang sehr, sehr packend. Dann lässt es echt ein bisschen nach. Aber auch heute sieht man noch in vielen Spielemagazinen oder auch bei Moby Games oder so, dass das Spiel definitiv eine 80-Plus-Wertung verdient hat und das sagen viele auch immer noch. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, jetzt wieder dann bald mit anderen Spielen. Theme Hospital ist in den Startlöchern, Endless Space soll auch bald kommen, dann natürlich noch Minecraft und so weiter. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer wieder fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Projekt wieder dabei und mit Sicherheit gibt es bald auch mal wieder was aus der Richtung Adventures. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Plexi.